und so weiter und so fort. Hallo, mein Name ist Helmut, komme aus Tirol und ich zeige in diesem Video, wie man Something von den Beatles als Solostück auf der Akustikgitarre spielen kann. Ich beginne mit der Einleitung, ein F Major 7 Griff. Das eigentliche Motiv, ich spiele den ersten Takt, 3, 4. Dann C Major 7, normaler C-Griff ohne den Zeigefinger. Und dann spiele ich Harmonix auf dem 12. Bund. Und zwar nicht in dieser Form, sondern ich lasse den C-Major-Griff nachklingen und spiele dann mit dem Zeigefinger ganz leicht auf das Bundstäbchen im 12. Bund und der Daumen spielt dann. Ich spiele die ersten zwei Takte ganz langsam, 3, 4. Dann kommt ein C7 Griff, der kleine Finger spielt diesen Dreier. Kleiner Basslauf, 3, 4. Ich spiele vom Anfang an, also die Takte 1, 2, 3 und 4. 3, 4. Dann der nächste Takt. Ich spiele mit dem Mittelfinger diesen Zweier, mit dem Zeigefinger diesen Einser. Und dann lege ich den, also ich lege diese zwei Finger hin und mit dem kleinen Finger diesen Dreier. 3, 4. Dann kommt ein G-Griff mit einem kleinen Basslauf. Also ich spiele jetzt die Takte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4. Dann kommt ein Griff mit einem etwas anderen Rhythmus. Ich greife ein A-Moll. Der nächste Griff.
dieser Stelle. Ich lege diese zwei Finger hin und der kleine Finger spielt diese Melodie. 3, 4. Ich verbinde diese zwei Takte. 3, 4. Ich spiele es von der Einleitung weg, ganz am Anfang bis zu dieser Stelle hier. 3, 4. Der zweite Teil beginnt mit A, geht dann über in diesen A-Moll-7-Griff. Das ist der nächste normale A-Griff. Klingt, ich spiele diese zwei Takte zusammen. 3, 4. F-Griff, F-Moll, glaube ich, heißt er. Ich spiele beide Takte zusammen. Also ich beginne hier A. A-Moll 7, diesen F-Moll-Griff, 3, 4. C. Der kleine Finger spielt den Dreier. 3, 4. 3, 4. Dann kommt die Wiederholung, wieder dieser Teil. Und beim zweiten Mal spiele ich diesen zweiten Teil von hier weg mit Wiederholung und dann diesen Teil und dann geht es wieder in das eigentliche Thema. 3, 4. Beginnt wieder das Thema. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich erklärt und bis zum nächsten Mal.